du wirst jetzt wieder vor dem Punkt stehen, dass du wahrscheinlich als Jahresvorsatz einen flacheren Bauch möchtest, fitter werden willst, dich gesünder und ausgewogener ernähren willst. Du stehst jetzt vor dem Punkt, okay, wie fange ich jetzt dieses Mal an, dass es jetzt für mich auch mal langfristig klappt? Und dann bist du wieder an dem Punkt, dass nach wenigen Wochen dein Ausgangsgewicht wieder da ist. Wie du im Jahr 2023 als vielbeschäftigte Person endlich langfristig abnimmst. Ja, es ist Anfang Januar, wo das Video online kommen wird und wirst jetzt wieder vor dem Punkt stehen, dass du wahrscheinlich als Jahresvorsatz einen flacheren Bauch möchtest, fitter werden willst, dich gesünder und ausgewogener ernähren willst, vielleicht 10, 20, 30 Kilo abnehmen willst und du stehst jetzt vor dem Punkt, okay, wie fange ich jetzt dieses Mal an, dass es jetzt für mich auch mal langfristig klappt. Du wirst wahrscheinlich wie die meisten Leute auch in der Vergangenheit Low Carb, Keto, Intervallfasten, FDH, Keto oder sonstiges gemacht haben und gemerkt haben, okay, das Ganze funktioniert nur so lange, wie ich es umsetze. Nach mehreren Wochen oder Monaten hast du da einfach gar keinen Bock mehr drauf. Du bist eher froh, wenn du die ganze Thematik hinter dir gelassen hast und fängst dann wieder an, normal zu essen. Was passiert? Du kriegst einen Jojo-Effekt. Du bist frustriert, weil du hast aus eigener Kraft geschafft, wieder mehr Sport zu machen. Du hast die ersten 5 Kilo verloren. Und dann bist du wieder an dem Punkt, dass nach wenigen Wochen dein Ausgangsgewicht wieder da ist. Wir wollen jetzt im Jahr 2023, dass eben das nicht mehr passiert. Du, wenn du das Video schaust, die Klarheit hast, wie du es dauerhaft in deinen Alltag implementieren kannst und eben nicht wieder auf gut Deutsch auf die Schnauze fällst. Ja, wir wollen dir jetzt hier mit dem Video langfristig helfen und dir mehrere Punkte und vor allem auch mehrere Praxistipps mit an die Hand geben, wie du es jetzt schaffst, dass eben diese Fehler nicht passieren. Und da musst du ein paar Dinge einfach beachten. Und da gehen wir jetzt drauf ein. Erster Punkt ist, wie es eben schon erwähnt wurde, du solltest keine Diäten machen. Auch wenn Coach XY oder deine Nachbarin, dein Arbeitskollege, Kollegin dir sagt, okay, ich habe mit Keto oder Low Carb abgenommen, ja, dann stimmt das auch. Ja, weil wenn du Kohlenhydrate rausstreichst, dann verlierst du Wasser, nicht unbedingt Fett. Ja, zumindest in den ersten Wochen vor allen Dingen auch nur Wasser. Ja, das Problem ist aber hier, dass es halt eben für dich sehr, sehr einschränkend wirken kann. Und du solltest darauf schauen, welche Ernährungsform dir Spaß macht und die du theoretisch gesehen dein ganzes Leben lang umsetzen kannst. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du jetzt jeder Diätform für dich selber mal im Kopf durchgehst, dass du halt bei keiner Diätform da draußen Ja sagen würdest. Ja? Und deswegen ist es wichtig für dich, zuallererst einen langfristigen Ansatz zu finden, der dir Spaß macht, der planbar und realistisch und vor allem auch konstant in deinen Alltag integrierbar ist und vor allem, wo du nicht verzichten musst. Und wenn du dir jede Diätform da draußen anschaust, dann wird halt keine Diätform genau diese Punkte abdecken. Klar, bei verschiedenen Leuten funktionieren diese Diätformen, ja, die sind halt einfach vom Durchhaltevermögen besser dabei, sie können sich da ein bisschen mehr durchbeißen, ja, aber es ist halt einfach im Endeffekt sehr, sehr einschränkend, weil du möchtest ja auch auswärts essen gehen, mal zu deinem Lieblingsitaliener gehen oder beim nächsten Geburtstag mit einem Sekt und einer Torte anstoßen können, ohne schlechtes Gewissen haben zu müssen und deswegen Punkt Nummer 1, Tipp Nummer 1, langfristiger Ansatz. Da geht kein Weg dran vorbei, wenn du nachhaltig abnehmen möchtest. Wenn du jetzt nur so ein oberflächliches Ziel hast, bis zur nächsten Hochzeit wieder in dein altes Kleid reinzupassen, dass das Hemd irgendwie jetzt mal dann für diesen Tag X wieder nicht so spannend, okay, dann kannst du dich auch schnell mal wieder runterhungern. Aber das ist halt nicht der Ansatz, den wir hier halt hier auf dem Channel verfolgen. Deswegen Tipp Nummer 1. Eigentlich mit so der wichtigste Tipp direkt am Anfang, langfristiger Ansatz, ganz, ganz wichtig. Tipp Nummer 2 ist, dass du Step by Step gewisse neue Routinen in deinen Alltag einbaust. Das bedeutet, mach nicht mit dem 1.1. direkt eine komplette 360-Grad-Wendung, dass du alles rausstreichst, alles verzichtest, auf einmal von 0 auf 5, 6 Mal die Woche zum Sport jetzt alles erhöhst, jeden Tag im Fitnessstudio bist, nur noch Cardio machst, nur noch Salat isst, nur noch clean isst, ja, weil das wirst du ein, zwei Wochen vielleicht durchhalten und dann hast du keinen Bock mehr, weil du wahrscheinlich zusätzlich ein viel zu hohes Defizit gefahren bist und deswegen mein Tipp an dich, schau, dass du etappenweise gewisse Kleinigkeiten Woche für Woche nach und nach abstellst, umstellst und als neue Routine mit in deinen Alltag einbaust. Was könnten das für Beispiele sein? Beispiel könnte sein, dass du darauf achtest, ab den 1.1. oder wann auch immer du starten möchtest, ja, 10.000 Schritte am Tag einbaust. Und das versuchst du 3 bis 4 Mal die Woche. Dann versuchst du einen Monat später 5 bis 6 Tage in der Woche 10.000 Schritte mit einzubauen. Dann schaust du, dass du vielleicht irgendeine Sportart wählst, die dir Spaß macht, wo du vielleicht mit deinen Arbeitskolleginnen oder Kollegen, ja, dich in deiner Freizeit triffst, ja, oder das vielleicht mit deiner Familie machst und dann dir eine Sportart wählst, sei es Tennis, sei es Fitnessstudio, sei es Kampfsport oder ähnlichem, wo du 2 Mal die Woche Sport treibst. Okay,
Erster Etappenschritt, eine Umstellung, die es ist, sind die 10.000 Schritte von 3 bis 4 Mal die Woche auf 5 bis 6 Mal und dann nimmst du zusätzlich Sport noch mit rein. Damit hast du die ersten 20 bis 30% deines Abnehmerfolges abgedeckt, wenn du konstant dran bleibst. Deswegen track das mit einer Apple Watch, mit deinem iPhone, ja, trag dir das als festen Termin in deinen Kalender ein und mach das zur Priorität. Das ist das Wichtigste. Weil vorrangig ist nicht wichtig, welche Art von Sport du machst. Also du musst nicht jeden Tag Cardio machen, du musst nicht jeden Tag ins Fitnessstudio rennen. Wichtig ist, dass du eine Bewegungsform wählst, die du konstant umsetzen kannst. Dann kannst du auch konstante Resultate erwarten, aber nicht, wenn du es einmal die Woche schaffst, mal wieder 2 Wochen Pause machst, dann wieder 5-mal die Woche trainierst. Ja, das ist halt so eine Achterbahnfahrt vom Gewicht her und genauso werden dann auch deine Resultate sein. Also von daher schau hier beim Sport und bei deiner Bewegung, dass du es etappenweise umstellst und ja, gewisse Kleinigkeiten einfach rausnimmst und ergänzt. So, der nächste Punkt und damit auch der dritte Tipp ist eigentlich dasselbe Prinzip auf die Ernährung angewandt. Etappenweise Kleinigkeiten umstellen, austauschen. Ja, das Weißbrot durch Vollkornbrot austauschen. Ja, weißen Reis durch Vollkornreis oder Vollkornnudeln austauschen. Zwischen Snacks mit zur Arbeit nehmen, die langkettige Kohlenhydrate beinhalten, die proteinlastig sind. Ja, oder zum Beispiel auch, wenn du ein Fan von Schokopuddings bist oder Süßigkeiten, dass du einfach gute Proteinalternativen wählen kannst. Das ist sehr, sehr wichtig und ich bin ein sehr großer Fan von diesen ganzen Proteinalternativen, weil sie in den meisten Fällen eine hochwertige Proteinquelle haben. Ja, diese ganzen Proteinpuddings oder Quarks sind halt aus Milcheiweiß, Molkeproteinen. Das ist halt von der biologischen Wertigkeit mit so das Höchste, was du wählen kannst. Auch biologisch hochwertiger als vegane Proteinquellen. Dementsprechend kannst du so Proteinpuddings aus dem Rewe, aus dem Lidl, aus dem Netto, aus den sonst welchen Discountern sehr gerne täglich mit einbauen. Nimm das mit zur Arbeit, nimm das als Dessert. Für dein Mittagessen, für dein Abendessen, bau das mit ein, hab's immer im Kühlschrank und so kannst du dann den Schokopudding oder ein Stück Schokolade einfach durch einen Proteinpudding austauschen. Selbe Prinzip auch auf Proteinriegel. Bei DM, bei Netto und allen Discountern gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Proteinriegel oder leckere Schokoladenshakes, wie beispielsweise von Y-Food, das ist Food, der Shake. Auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die natürlich sehr hochkalorisch ist, also so ein das ist Food Shake, hat so um die 500, 600 Kalorien, aber auch 35 Gramm Proteine. Ja, dementsprechend ist das auch ein Mahlzeitenersatz, den du gern mal mit einbauen kannst, wenn du beruflich viel auswärts unterwegs bist oder es einfach mal nicht schaffst zu essen. Würde ich jetzt natürlich nicht als dauerhaften Lösungsansatz empfehlen, aber das kannst du natürlich definitiv mit einbauen. Also von daher, Tipp Nummer 1, um das Video nochmal hier zusammenzufassen, langfristiger Ansatz, Diäten rausstreichen. Ja, ein Ansatz, der dir Spaß macht, den du theoretisch gesehen dein ganzes Leben lang umsetzen kannst. Tipp Nummer 2 ist, dass du eine Bewegungsform wählst, die du konstant mit Spaß und Effizienz in deinen Alltag integrieren kannst und die du etappenweise dann auch steigerst. Nicht alles komplett umstellen. Ja, nicht von Tag 1 aus 5-mal, 6-mal die Woche zum Sport. Und Tipp Nummer 3, Ernährung Step by Step umtauschen, austauschen, umswitchen, ja, Schokoladen oder generell Süßigkeiten Alternativen wählen, mehr hochwertige Kohlenhydratquellen einbauen, ja, langkettige Kohlenhydratquellen, mehr Proteine und dann hier auch nochmal als Zusatztipp halt einfach zu jeder Hauptmahlzeit einfach mehr Gemüse mit einbauen, damit dein Gesamtvolumen im Essen einfach viel höher ist, damit du einfach gesättigt bist und du halt eben keine Heißhungerattacken bekommst. Das sind die 3 entscheidenden Tipps von meiner Seite aus, die ich genauso im Coaching mitgebe bei uns. Natürlich viel detaillierter und individualisiert auf unsere Kunden, auf die Ausgangslage und auf deren Ziele und Wünsche. Ja, und wenn du auch dort mehr Klarheit haben möchtest, wie das Ganze für dich dauerhaft funktionieren soll und du halt einfach diesen Feinschliff endlich haben willst, du verstehen willst, wie du dauerhaft Süßigkeiten und Leckereien einbauen kannst und trotzdem mal 20, 30 Kilo abnehmen kannst, dann trag dich jetzt unterhalb des Videos beim ersten Link für das kostenlose Erstgespräch ein, wo wir beide in den nächsten Tagen völlig unverbindlich miteinander telefonieren werden, ich deine Situation analysiere und dir vor allem aufzeige, wie du es auch schaffen kannst, als vielbeschäftigte Person im Jahr 2023 endlich dein Wunschgewicht zu erreichen. Ich freue mich auf dich, wir sehen uns im nächsten Video, dein Chris, ciao, ciao.